Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin-Tutorial-Review. Und zwar heute geht es um das Plugin Christmas Present. Ja, wie es auch der Titel hier danach schon sagt, Player Reward Plugin. Mit diesem Plugin könnt ihr Spieler belohnen. Zum Beispiel, indem ihr mit einem anderen Plugin jedes Mal, wenn sie joinen oder mit einem bestimmten Countdown einstellt, dass sie jeden Tag ein Geschenk bekommen. Und wenn sie dieses Geschenk oder auch mit bestimmten Boxen oder mit der, wenn ihr das mit irgendeinem anderen Plugin verbindet, könnt ihr mit diesem Plugin den Spielern ein Geschenk geben und dort können dann random Sachen raus droppen. Oder man macht es animiert, dann kriegt man halt immer verschiedene Items und die können wir hier auch alle einstellen. Das zeige ich aber nachher. Und ja. Wir haben, ja okay, hier nochmal eine Liste zu den Materialien. Und zwar Kommandos haben wir slash present give und den Spielernamen. Dann gibt man dem bestimmten Spieler ein Geschenk, present give all. Damit gibt man allen Spielern ein Geschenk und present reload lädt die Config neu. Hier haben wir auch wieder permissions, present.give für den present give Befehl, present give all für den present give all Befehl. Und present.reload für den present reload Befehl. Hier sehen wir auch ein, zwei Screenshots. Und ja. Dann ihr ladet euch das Plugin runter und zieht es dann auf euren Desktop. Das habe ich hier schon getan. Und hier im Testserver fügen wir jetzt den Plugins Ordner und das Plugin hinzu und starten den Server einmal. So, er startet das hier alles. Jetzt werden wir auch schon gleich eine Meldung bekommen. Christmas Present, enabling Christmas Present version 1.7. This plugin was created as a present to you. Created by GNXUnit. Hope you enjoy. So, eine nette Nachricht, schon mal zu Weihnachten. Wir können so dann stoppen wir das so wieder. In den Plugins-Ordner haben wir jetzt Christmas Present, eine Config. So, jetzt sehen wir es auch schon. Merry Christmas and hopefully you enjoy this plugin created by GNXUnit. Hier haben wir die Open Message. Das ist, wenn ihr das Present öffnet, kommt diese Nachricht. Lasst ihr es auch so, weil könnt ihr in allen möglichen Farben machen. Dann eine No Permission Message, wenn man zum Beispiel Present.reload nicht hat, dann erscheint diese Nachricht. Ohne Präfix. Also die beiden Nachrichten sind jeweils ohne Präfix. Habt ihr zum Beispiel den Präfix Herbiestar, dann würdet ihr schreiben zum Beispiel Herbiestar und dann ja sowas. Das könnt ihr als Präfix nehmen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Trag das dann da auch rein und speichere das. Dann natürlich noch in schönen Farben. Machen wir das einmal. Okay. So, als nächstes haben wir die Items, die droppen, wenn man das Geschenk öffnet. Also aktuell haben wir Diamanten, Iron Ingots und Gold Ingots. Also Gold und Eisenbahn, Diamanten. Und hier sehen wir die Anzahl, als nächstes die Drop Number. Also, es werden 20 Items gedroppt und dadurch wird dann die 20 Items wird dann random immer eins von denen genommen. Also es kommen die drei Items in diesen 20 Items vor. Well, diese 20 Items bestehen aus den drei verschiedenen Anteilen. So. Jetzt trage ich dazu, was könnte man jetzt nehmen? Es muss halt immer in Caplock-Schrift geschrieben werden. Und was könnte man jetzt nehmen? Einmal kurz überlegen. Ich nehme jetzt mal, man soll als Geschenk aus dem Geschenk eine Kiste noch dazu bekommen. So, das heißt, wir haben hier 20 insgesamt Items, die droppen und 4 Items, die aus diesen 20 droppen können. Das heißt, von jedem wird 20 durch 4 sind 5, das heißt, von jedem von diesen droppen 5 Stück. Theoretisch.
So, hier haben wir das Present, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Verfehlen ein uns das Present geben, hat es diesen Namen und das Material ist eine Kiste. So, hier haben wir jetzt einmal kurz. Wenn wir diese Option aktiviert haben, dann kriegt man kein Geschenk, also nicht dieses Geschenk mit dem zum Beispiel mit der Kiste als Kiste, sondern ein Kopf von einem bestimmten Spieler. Der hätte dann auch diesen Namen, aber halt es wäre keine Kiste, sondern ein Kopf. Und ich trage mich jetzt als Own ein, das heißt, ich müsste theoretisch meinen Kopf bekommen. So, und als nächstes haben wir die Drop-Option, also wie man am Ende diesen Loot bekommt. Haben wir als erstes einmal den Drop. Das heißt, die Items droppen auf den Boden und man sammelt sie dann auf. Dann haben wir Self-Gift. Das heißt einfach nur, wenn ich jetzt hier Drop auf Hold stelle, dann legt er mir die Items automatisch im Inventar. Und Animation mag ich besonders. Dadurch kriegt ihr dann noch eine animierte Anzeige von den Items, die ihr bekommt. Und dann, wenn ihr auch Self-Gift dann habt, werden euch die auch ins Inventar gelegt. Und hier haben wir jetzt auch noch eine Animation Time, das heißt, wie lange bleibt das offen, bevor das schließt. Ich schätze mal, das ist ein Ticks angegeben, das heißt 55 Ticks sind 2,1 Sekunden ungefähr. Und ja, das war es auch schon soweit. Wir können das speichern und schließen. Und dann einmal den Server neu starten. Dann können wir diesen Testserver, also euren Ordner, auch schließen. Oder minimieren, je nachdem. Jetzt einmal Minecraft. Und ich joine jetzt einmal dem Localhost. Jetzt sehen wir auch schon, sind wir hier. Es ist natürlich Nacht, das mache ich einmal auf Tag. Und ich habe jetzt mir schon OP gegeben. Und jetzt kommen wir mit Slash Present, Give und dann unseren Namen. Herbie. Sehr schön, haben wir jetzt den Skull bekommen, weil wir sie aktiviert haben. Und es hat den Namen Christmas Present. So. Wenn ich das jetzt hier öffne, müsste jetzt hier unten ja eine Nachricht bekommen. Mit unserem Präfix, den wir noch dazu geschrieben haben. Mal gucken, ob das passiert. Herbie Star Present Opening. Herbie Star Present Opening Christmas Present. So. Hier haben wir eben gerade auch schon in der Mitte die animierte Liste gesehen. Und vielleicht, was jetzt einigen aufgefallen ist, da ich ja vorhin gesagt hatte, dass wir dann theoretisch von jedem Item 5 Stück bekommen müssen. So ist es nicht. Nämlich, er rechnet das nicht so aus, sondern gibt euch random Sachen. Also eine random Anzahl, die zwar insgesamt wieder 20 ergeben. Können wir hier auch nachrechnen. 4, 10, 8, 18 plus 2 sind 20, also sind 20. Aber halt unregelmäßig verteilt. Dafür gibt es auch noch keine Option, aber vielleicht in der Zukunft. So, ich zeige jetzt noch einmal gleich das Inventar. So, der zweite Befehl ist Present Give All. Das heißt, jeder Spieler, der auf dem Server ist, wird ein Geschenk bekommen. Und wenn ich das wieder öffne, sehen wir gleich wieder das Animierte. Hier animiert alles. Und es wurde ins Inventar gelegt. Und die letzte Option ist, wenn ihr jetzt, gehen wir einmal in die Config zurück. So, und hier schreiben wir jetzt, was machen wir? Stellen wir das auf False, da wir möchten einfach keinen Kopf mehr haben, schließen das wieder, gehen hier rein und geben slash present reload ein. Jetzt wird sich die Config neu geladen. Und wenn wir uns jetzt ein Geschenk geben und das öffnen, dürfte halt alles passieren. Wir haben jetzt auch schon gesehen, vorhin haben wir einen Kopf bekommen und jetzt haben wir eine Kiste bekommen, wie wir es eingestellt hatten. Hier auch mit dem Namen Christmas Present. So, und genau hier funktioniert auch das Gleiche. Und ja, das war's dann an sich auch schon mit dem Plugin soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar mit Verbesserungsvorschlägen.
Ein Abo hilft mir immer und damit bleibt doch immer auf dem laufenden Stand. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin Review Schrägstrich Tutorial. Bis dahin, schöne Weihnachten euch allen und tschüss!